Ist nur optional, aber ist praktisch. Und hier wären noch ein paar Zauber, die sie hat, also einfache Stadtzauber, Heilung und Seelenpfeiler, also Magierzauber und Priesterzauber. Aber mehr brauchen wir nicht. Na da, bitteschön. So, ich töte hier nochmal den Schwertträger hier außen. Einfach seiner Seelen willen. Und damit er mir nicht aus Versehen in den Rücken fällt, wäre ich nämlich hier. Ah, hier hat auch einer sein Salty Player. Sein Rufsymbol hinterlassen. Das sind übrigens Rufsymbole von anderen Spielern. Und da drüben sehen wir noch was zum Plündern auffunkeln. Das heißt, wir haben allen Grund, hier oben lang zu gehen. Selbst hier hat sich einer versteckt. Kruger. Ja. Wir müssen erstmal die Tür einschlagen und man sieht, da hinten ist es dunkel. Okay. Gucken wir mal, wie viel Fackel wir noch haben. 6,1, weil wir zwischendurch wieder mal eine gefunden haben. Also tun wir mal im Schnelldurchlauf dieses Gebiet hier erkunden. Genau, hier liegt ein Höhlensoldatenhelm. Was witzlos ist, weil jeder Höhlensoldat die Chance hat, so einen Helm zu droppen. So, hier liegt eine Handaxt und ein schimmernder Lebensstein. Hier steht noch eine Truhe. Kleiner Lederschild. Oh, der klingt nicht schlecht. Als Schildersatz. So, rollen wir einmal durch die ganzen Fässer durch, um zu sehen, ob noch hier irgendwas ist. So, scheint aber nichts mehr zu sein. Also öffnen wir jetzt hier die Türe und können die Fackel wegstecken. Schlagen erstmal den, bevor er aufsteht. Also ja, das ist immer nützlich, die zu schlagen, bevor sie aufstehen. Und schauen hier in der Truhe nach. Kleiner weißer Symbolspecks, ja, Speckstein. Und schimmernder weißer Lebensstein. Beziehungsweise schimmernder Lebensstein. So, und jetzt können wir ganz vorsichtig hier runter. Ganz vorsichtig. Genau. Und einen göttlichen Segen plündern. Also mit den mit dem kleinen weißen Stein können wir solche kleinen Rufsymbole hinterlassen. Und mit dem großen, den wir nachher kriegen, können wir solche hinterlassen. Was ganz praktisch ist. So, Gegenstandskiste. Jetzt wird erstmal aussortiert. Schimmernde Lebenssteine brauchen wir erstmal noch nicht. Genauso wie der göttliche Segen. Rostige Münze kann weg. Den will ich eigentlich nicht benutzen, weil man ziemlich schnell den großen kriegt und der große eigentlich besser ist. So, Urnen. Explodiert und richtet Magieschaden an. Ich weiß nicht, ob die was taugen für das, was ich nachher vorhab. Deswegen habe ich mir eine Feuerbombe gekauft. Ja, Menschenbilder habe ich genug. Da ist gerade wieder ein Symbol aufgeploppt. So, die Sachen packe ich mal weg. Ich würde gerne einmal Geschicklichkeit geben oder zweimal, um das Langschwert zu benutzen. Das wäre dann praktisch. Ja, und entweder das gucken, dass ich genug Geschicklichkeit zusammenkriege, um das Faustschild zu benutzen, weil das kleine Lederschild ist auch nicht so toll. Alter Eisentrachthelm, den packe ich mal weg. Den Rest lasse ich mal im Inventar, weil den will ich verkaufen. Später, wenn ich den Händler finde. So, und jetzt reise ich nach Majula zurück. Das erste Mal, weil wir haben jetzt genug Seelen, um wenigstens 3 Level zu kaufen. So, aber bevor wir das machen, erst einmal muss ich gucken. Das braucht genau 1 Geschicklichkeit mehr. Und das Schild bräuchte 13 Geschicklichkeit, bräuchte 4 Geschicklichkeit mehr. Okay. Da ich einen mehr Dex-Charakter machen werde, ist das ja eigentlich kein Problem. Also. I'm a blacksmith.
Ja. Wir haben den Schlüssel, also schließen wir mal für dich auf. Und ja, man sieht, hier liegen allerhand Werkzeuge von ihm rum. Er ist also wirklich ein Schmied. Und er hat hier hinten was versteckt. Ein Kurzbogen. Der wird später für uns auch noch praktisch sein. Jetzt können wir ihm sagen, deine Hütte ist offen. Ah, yes. Very good. Now I can get to work. But first, let me set up. Come again later. Okay, er muss erstmal wieder alles vorbereiten. Ah, yes. Very good. Now, but first. Aber ein ordentliches Danke hätte es auch getan, übrigens. Also ja, er ist ein ziemlich grumpeliger Schmied. Anders als André aus Astora, den wir aus dem ersten Teil kennen. Der war immer ziemlich freundlich, wenn auch manchmal etwas zynisch. Bearer of the curse. Ja, das kennen wir alles schon. Ich würde gern aufsteigen. So. Alles mal in Geschick. 3 Punkte in Geschick. Und jetzt können wir das Schwert benutzen, was ein bisschen mehr Schaden machen sollte. Und können zurück in den weitergefallenen Riesen. Man sieht hier, diese orange Umrandung bedeutet, hier kann man gut mit anderen Spielern kooperieren oder PvP machen. Wobei für PvP es jetzt noch etwas zu früh ist. Also ja, wir hätten einen roten Augapfel zum Invasieren. Der bringt allerdings noch nicht viel. Naja gut, der bringt schon was, aber man könnte einmal invasieren, dann wäre es das gewesen. So, da kommt ein Lanzenträger angelaufen, aber ich will erst den hier ausschalten, der hier sitzt. So. Und dann den Hellebardier. Ausschalten, gut. Durch die Tür hier dürften wir nicht kommen. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Das ist immer schön, dass das da steht, dass man weiß, das ist einfach nur eine Abkürzung. Also da kommen wir später hin und können es aufmachen und können dann hier zurück. So, du bist auch nicht tot. Deswegen töte ich dich. Bei dieser Tür hier steht jedoch, dass sie verschlossen ist. Also brauchen wir hier einen Schlüssel. Seele eines verlorenen Untoten. Und ja, man sieht hier die... Man könnte fast meinen, so wie das gebaut ist, ist es eine Art Kathedrale. Aber ich glaube, das war einfach nur der innere Burghof. Auch wenn hier alles ziemlich komisch von der Bauart ist. Wurde vielleicht noch nachträglich geändert. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da gut Riesen reinlatschen konnten. So, neue Nebelwand. Erstmal dich loswerden. Au. Und dann würde ich gerne nochmal zurückgehen und diesen Fackelhalter anzünden. Den brauchen wir nämlich später nochmal. Also muss ich kurz hier meine Fackel anzünden wieder mal. So. Hier runter. Hier schnell hinrennen. Anzünden. Wegpacken. Die Tür hier sieht so ähnlich aus wie die da hinten. Und die ist genauso verschlossen. Also könnte man meinen, man bräuchte für beide Türen denselben Schlüssel. Etwas Erstaunliches voraus. Ja, ein Skelett. Mit vielen anderen Toten. Und wir betreten einen neuen Abschnitt.
Ich weiß gerade gar nicht mehr. Hier müsste mir jetzt gleich einer in den Rücken fallen. Genau, da kommt er. In Dark Souls 2 im Original waren das mal zwei, die mir hier in den Rücken gefallen sind. Jetzt ist es nur noch einer. Macht die Stelle nicht weniger unangenehm. So, ich kann mich hier runterfallen lassen. Hier ist eine frische Fackel. Hier ist nichts. Und kann mich jetzt hier runterfallen lassen. Au. Ja, und von dem da nicht angegriffen werden. Der steht ungünstig. Jedenfalls für mich. So, ich nehme mal einen Schluck, weil hier oben wird es gleich garstiger. Hier sind nämlich der Schütze da drüben. Da ist noch ein Schütze. Und dort ist ein Speerkämpfer, den ich schnell weghaben will. So. Und ja, man sieht, ich werde aus allen Himmelsrichtungen beschossen. Wow. Das ist nicht so gelaufen, wie ich es gerade wollte, aber egal. Ah, pff, schon wieder in den Kopf. Wow. Das hat mich den zweiten Flakon gekostet. Also heile ich mich mal mit einem Lebensstein. Das war nämlich jetzt eigentlich nicht beabsichtigt, da runterzufallen. Aber ich hatte Glück, sonst wäre das mein Tod gewesen. So, ich will erstmal nämlich hier lang darüber springen. Genau, dem ausweichen. Hier runter. Und hier in die Höhle rein. Hier bin ich nämlich erst einmal sicher. Außer natürlich, ich werde von dem Stein hier überrollt. Dem netten Einwegstein. Und sein Auslöser hat sich selber überrollt. Hat er sehr toll hingekriegt. Ja, Lügner voraus. Weil einer sagt sicherlich Truhe voraus, genau. Aber da ist nur der Tod. Ja, Schatz voraus, Lügner voraus bewerte ich mal. Weil das einzige ist von den dreien, was stimmt. Und hier ist noch ein NPC. Falls voraus, kurz gesagt, versucht links. Das heißt, wir sollten erstmal den Bogenschützen hier loswerden, der nicht zielen kann. So. Ein gelbes Kraut aufnehmen. Und dann können wir hier mit dem NPC, der hier im Dreck wühlt, sprechen. Ja, ein Exzentriker. Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale. I'm a traveler, like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Ja. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came into this forsaken land, it was... a curse? Something about a curse? How embarrassing. I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. Ja, er ist Kay, der Kartograf, und wie man raushören konnte, er kann sich auch nicht mehr erinnern, warum er hergekommen ist. Also im Gegensatz zu Lordwyn und Dark Souls 1 vergessen es hier wirklich viele Leute, warum sie hier sind. I came to this land some time ago. Drangleic, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home, as something of a squatter, I'm afraid. Ja, also er hat die große Villa in Majula besetzt, in die wir noch nicht reinkommen. Also hat er wahrscheinlich auch den Schlüssel dafür. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen.
I believe that it's a map of Drenleg. Now I'm traveling the land to prove it. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait. No. That wasn't it. Then what? I don't seem to recall.